Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine komplett digitale Dokumentenverwaltung. Meine Dokumentenverwaltung ist im Prinzip aber nur der Windows Explorer, also hier habe ich keine zusätzliche Software im Einsatz. Das Problem, das ich aber habe, ist, dass ich ja nicht jedes Dokument digital vorliegen habe oder auch digital bekomme. Und genau da kommt dann ein Scanner ins Spiel. Ich muss also die Dokumente scannen und irgendwie ablegen. Ich war die ganze Zeit total happy mit meinem Canon MB5150, denn der hat zwei ganz tolle Eigenschaften, was den Scanner angeht. Zum einen kann der doppelseitig scannen, das heißt, er zieht das Papier ein und kann automatisch beide Seiten erfassen, ohne es nochmal wenden zu müssen. Gleichzeitig kann man den Drucker bzw. den Scanner direkt mit dem WLAN verbinden und die Dokumente können dann gescannt werden, ohne dass ein PC eingeschaltet ist, denn ich kann die Dokumente entweder auf einem USB-Stick ablegen oder noch einfacher auf einem Netzwerklaufwerk. Und das ist genau das, was ich hier mache. Jetzt kommen wir aber zu Avision und warum ich das Video hier mache. Ich habe hier den AD335WN von Avision hier stehen und der kann auch scannen. Der hat zwar nicht so Komfortfunktionen, dass er direkt ohne PC auf ein Laufwerk scannen kann, aber sobald der PC eingeschaltet ist, habe ich dann doch wieder genau diese Funktion, um zum Beispiel die Dateien auf Google Drive abzulegen. Das wäre jetzt aber nochmal ein Thema für ein ganz anderes Video. Was ich jetzt zeigen will, ist einfach ein Geschwindigkeitsvergleich. In beide Scanner habe ich 20 leere Seiten eingelegt, habe die Einstellung auf Duplex und Farbe gestellt, so dass ich am Ende ein 40-seitiges PDF bekomme. Zugegeben, der Vergleich ist ein bisschen unfair. Das hat damit zu tun, dass der Canon einfach schon direkt aufs Netzlaufwerk speichert und der Avision wahrscheinlich die Rechenleistung des PCs zum Teil mitbenutzen kann. Wenn wir schon einen Speedtest machen, dann schauen wir uns doch auch gleich an, wie lange die Geräte brauchen, um hochzufahren. Und da ist der Canon ganz klar im Vorteil. Der Avision braucht dann auch nochmal ziemlich lange, bis die Verbindung zum PC zustande kommt. Hier muss ein Scanintervall eingestellt werden. Der steht bei mir auf dem kleinsten Wert, nämlich eine Minute. Und erst wenn der PC erkennt, dass der Scanner jetzt im Netzwerk verfügbar ist, wird eine Verbindung hergestellt und auch erst dann kann der Scanner benutzt werden. Am Scanner erkenne ich das, wenn sich die Bezeichnung meines PCs im Bildschirm einblendet. Sind dann aber beide Scanner startbereit, habe ich mir gedacht, drücke ich doch mal die Tasten zum Beginn des Scans einfach gleichzeitig und wir schauen mal, welcher schneller ist. Und ja, was soll ich sagen? Das Ergebnis hat mich etwas vom Stuhl gehauen, denn das ist so eindeutig, da braucht man nicht mehr viel dazu sagen. Der Avision hat 37 Sekunden für die 20 Seiten gebraucht. Insgesamt habe ich ja quasi 40 Seiten gescannt, man könnte jetzt also sagen unter einer Sekunde pro Seite, wenn man so will. Also 20 Blätter und doppelseitig gibt dann die 40 Seiten. Wie sieht's jetzt denn beim Canon aus? Der hat 2 Minuten und 51 Sekunden gebraucht, also ein deutlicher Unterschied. Beide Scanner waren jetzt hier im WLAN verbunden und bei der WLAN-Geschwindigkeit sollte es da keinen Unterschied gegeben haben, denn beide sind im WLAN-N verbunden. Den Scanvorgang des Avision war übrigens Echtzeit im Video. Der Scanvorgang des Canon wiederum, den habe ich natürlich ein bisschen beschleunigt jetzt im Nachgang. Ich hoffe, ihr habt in diesem Video was gelernt. Ich danke euch fürs Zuschauen und falls ihr weitere solche Videos anschauen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Schaut auch mal im Abspann, da habe ich nochmal so einen ähnlichen Scanner-Vergleich gemacht zwischen einem Epson-Scanner und dem Canon, den ich hier habe.